Wisst ihr, wir müssen uns auf den Schnaps geben. Wir sind vollkommen überfordert. Also komplett überfüllt. So. Kram wegstecken. Nahrung. Das ist uns ein Ritterschnaps wert. Nein. Das war auch nötig. So. Denn schnell reisen können wir nicht. Und sollten wir unterwegs überfallen werden oder das Spiel abstürzen, das möchte ich nicht verantworten müssen. Wir haben gerade ein Banditenlager auf dem zweiten oder dritten Anlauf einfach komplett zerlegt. Im Alleingang. Und indem wir einfach nur Kopfschuss verteilt haben. Ein Grund mehr, dass man einen Helm trägt, der ein geschlossenes Visier hat. Wir haben auch die richtigen Pfeile verwendet und keine Jagdpfeile. Diese Pfeile waren tatsächlich für den Krieg gedacht. So, wir müssen eigentlich hin. Die Banditen haben wir hier unten geschlachtet, nicht wahr? Ja, dann schauen wir da nochmal. Ich will schauen, ob wir noch diese... Wie es mit den Karten aussieht. So, ist das die Karte? Nein, das ist nicht diese Karte. Ist das die Karte? Das ist die Karte. Und da befindet sich offenbar in den Ruinen dieses Hauses doch etwas. Und das war... hier so? Da oben sind die Ruinen des Hauses. Nein, das ist Fels. Wir sind dann vorbei. Aber das ist ein interessanter Ort. Also schauen wir mal bei dem. Wo war das Banditenlager, verdammt? Muss hier oben gewesen sein, oder? Wie weit haben wir den Typen gerade eigentlich durch die Gegend gejagt? Ach so, das soll also ein interessanter Ort sein. Ich weiß nicht, warum der immer pfeifen möchte. Können wir irgendwas hier graben? Nichts. Aufsitzen. Das ist nicht mal ein richtig erfolgreichen Kampf. Und vor allem haben wir uns auch im Kampf selber nicht schlecht geschlagen. Abgesehen von dem mal... Gut, beim letzten Mal haben unsere Kampfkünste aber nichts damit zu tun gehabt. Wir haben einfach nur Kopfschüsse verteilt. Apropos, haben wir wieder Fähigkeiten? Nein. Hier. Hier muss das sein. Da könnte es vielleicht sein. Schauen wir mal. Da in dieser Hütte muss es sein. Und das Banditenlager, das wir ausgehoben haben, war wo jetzt genau wieder? Ich habe keine Ahnung mehr. Da unten ist noch eine... Ist da unten noch eine Leiche? Ist das eine von denen, die wir verursacht haben? Oder... Nee. Das sah nur so aus, es war ein Baum. Gaul! Wir können nicht mehr laufen. Gaul? Ah, da. Willst du mich foltern? Beweg dich her. Ne, komm so.
Man muss auch nicht übertreiben. So, wo sind wir eigentlich jetzt? Das Banditenlager war hier. Und dann ist auch da das, wo wir hin müssen. Da, da ist das Lager. Das wir auseinandergenommen haben. Und dann ist das hier die Ruine. Oder? Schauen wir auf der Karte. Das war uralte Karte 3, nicht wahr? Nein, war es nicht. Das war uralte Karte 4, nicht wahr? Ja. Vorbei an den Holzfällern zu der Ruine, wo wir gerade sind. Schauen wir mal. Holzfäller, runter, Ruine, hier sind wir. Hier war das Lager. Warum habe ich den Punkt gerade hier angesetzt? So. Das heißt, hier muss ein Schatz. Muss es einen Schatz geben. Batum, batutatatum, batum. Und zwar in dem umschlossenen Teil. Ich zweifle wohl sehr stark an, dass diese Karten nur auf irgendwelche Banditenlager hindeuten. Schwer beladen. Wir tragen gerade 148 Pfund mit uns. Das ist nicht wenig. Können wir da hinten im Graben anfangen? Da hinten sieht das, was da wäre. Was wäre? Das ist so ein bisschen was Sandiges. Offenbar nicht. Falsche Karte schon wieder. Falsche Karte schon wieder. Partei, hoch da, so, an den Holzfällen vorbei. Diese Ruine. Die ist das. Die muss es sein. Hier wird was angezeigt. Und das wird wohl kaum einfach das Banditenlager angeben, oder? Das wird wohl kaum noch nur den Schatz des Banditenlagers angeben. Wenn wir hier hochgehen vielleicht? Sieh an, Schloss knacken leicht. Ich hasse dich. Gut, wir haben ja unseren Quicksave schon gehabt. Wir wissen. Entriegelt. So. Eine Brigantine. Wir haben Platte. Wir haben Plattenrüstung. Und ein Warhorse-Helm. Warhorse-Schuhe. Schwerer Kriegshammer. Rezept für Schlaftrunk. 200 Groschen. Ich werde nicht glauben können, was das für eine. Ich hatte gehofft, dass wir eine Warhorse-Rüstung bekommen würden, weil wir mit dem Warhorse. Wir haben eine Brigantine bekommen!
Endlich tragen wir ein Stück, zumindest teilweise, Semi-Platte. Helm, wie sieht's mit dem aus? Was kann der? Es ist auch einer mit geschlossenem Visier. Und der ist deutlich besser als unser. Warhorse-Schuhe, die sind nicht so gut wie unsere. So, was wenn wir denn jetzt... Was wenn wir jetzt unsere Waffe ziehen? Das geht ja noch alles. Ich wusste, diese Karten würden uns zu Warhorse Kram führen. Jetzt haben wir einen richtig, richtig schönen Helm. Auch wenn da dieser komische Kranz drauf ist. Aber wen interessiert der Kranz? Groschen, außerdem haben wir Rezept für einen Schlaftrunk. Den sollten wir unbedingt lesen. 600 Groschen haben wir wieder und wir waren noch nicht mal beim Händler. Das heißt, diese eine Kiste, der unten im Wald über Karte 1, ist die Warhorse-Rüstung. Oder das Warhorse-Teil. Aber wir haben eine Brigadine jetzt. Das ist wie gut... Apropos, schauen wir mal. Wie sieht die denn so aus? Erstmal müssen wir das von unserem Wappenrock ablegen. Nett. Wappenrock kommt trotzdem drüber, wegen noch ein bisschen mehr Rüstung. Aber gut versteckt hier. Hatte mich schon gewundert, dass man da irgendwie nicht reinkommt. Hallo, Ihre Gauligkeit. Wir reisen ohne Verzug. Ja, das können wir später auch angehen. Wir reisen ohne Verzug zurück zur Rattaier Mühle. Das war erfolgreich. Das ist schön. Jetzt können wir uns viel sicherer fühlen, wenn wir uns in den Kampf wagen. Halt, woran nicht gerade hin? Wo ist die Straße? Egal. Gehen wir da hoch und nehmen die Straße dann. Was ist das für ein Lager da unten? Hey, wer ist da? Kein Lager, das uns freundlich gesinnt ist, glaube ich. Wir sind zu gut gefüllt, als dass wir uns jetzt in einen Kampf wagen würden. Hey, was hast du vor? Ich habe vor, mich mit deinen vollen Taschen zu verpissen. Cheerio, Motherfucker! Finden wir eigentlich gerade noch so ein Banditenlager? Aber mit überfüllten Taschen lässt sich schlecht kämpfen. Ah, Lejeko ist hier. Von mir aus. Lalala, lalala. Ich fühle mich königlich. Höchst königlich. Nö, Gaul will da nicht den Erdwall hoch. Würde ich von mir aber auch nicht wollen, wenn ich ein Gaul wäre. Neue Stufe im Reiten erreicht, das ist schön. Das erfreut mich. Wir sind doch ins Banditenlager gegangen, haben keine Überlebenden gelassen. Nächstes Ziel wird es dann, dass wir gleich so ganz Kram, den wir jetzt nicht mehr brauchen, einfach verkaufen.
Banditenlangschwert könnten wir vielleicht noch behalten. Einfach vor allem, weil wir jetzt was aus Platte tragen, da ist ein Schild natürlich unnötiger geworden. Vor allem haben wir mehr Sicht. Zumal wir unsere Sicht ohnehin schon so stark eingeschränkt haben. Durch... Wer läuft da? Na, da läuft niemand. Das ist einfach... Ich dachte, da läuft irgendwie eine Nonne und hab mich schon gewundert. Aber nein, das war nur dieses Teil. Man kann sich mit diesen nachladenden Texturen nie so ganz sicher sein. Irgendein Stück Stein könnte plötzlich eine Nonne sein. Und die ist dann beleidigt, wenn man sie bemerkt hat. Hierher. Bitte hilf mir, Herr. Wir haben gerade einen guten Tag, also hast du vielleicht Glück. Guck mal, wir sind gerade so schwer beladen und dann reicht... Hierher. Bitte hilf mir, Herr. Wir haben so offenbar so einen Nimbus um uns herum. So bitte, einen Engelskranz. Herr, hilfst du mir? Eine Engelskrone. Was ist mit dir geschehen? Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg aus Kuttenberg gelaufen. Ach ja. Und zwar barb, dann kann ich sie weg. Hättest du nicht lieber Schuhe? Wie meinst du das, Herr? So wie ich es sage. Ich schenke dir ein paar. Was haben wir denn? Modische Schlappen? Nein. Warhorse-Schuhe, die schenkt wahrscheinlich nicht. Ja, die Arbeitsstiefel. Hier, nimm die. Nein, nicht abbrechen. Danke, Herr. Danke. Selten trifft man solch einen barmherzigen Samariter. Gott vergelt's dir. Ja, wir haben einen guten Tag. Pass auf dich auf. Gott sei mit dir, Heinrich. Und ich dachte, es würde richtig schrecklich laufen, aber offenbar haben wir irgendwie vorhin ein paar glückliche Schüsse hingelegt. Gut, die Leute kamen auch direkt auf uns zu und haben uns praktisch. Wir mussten eigentlich nur unsere Pfeilspitze ein bisschen ins Gesicht drücken. Hallo, Heinrich. Hallo, Müller Peschek, der du die unsichtbaren Säcke aus dem Boden ziehst. Von mir aus. Vor allem, wie erkennst du uns? Wir tragen hier so ein richtig fettes Helmvisier. Waffen. Ritterjagdschwert. Es ist ein Jagdschwert. Was heißt das? Ah. Boah, was machen wir jetzt mit unserem ganzen Kram? Ein schwerer Kriegshammer. Können wir den überhaupt verwenden? Stärke 10. Wo gehen wir zuallererst hin? Okay, wir gehen zuerst mal. Zuallererst gehen wir die Warhorse-Ausrüstung, die wir gekriegt haben, einlagern. Also die wir nicht brauchen, heißt das. Inventar, Rüstung. Wir haben nicht noch die Warhorse-Schuhe. Die können wir reintun. Den Helm behalten wir, weil er gut ist. Die modischen Schlappen, was. Im 15. Jahrhundert gab es Schlappen in allen Formen und Größen. Oh, draußen wird es schon wieder hell, fällt mir auf. Dieses Schuhwerk ist mit extravaganten Spitzen versehen, die zur Zeit des Spiels in Mode sind. Wir tun die mal rein. Der leichte Gambison, der wird nachher verscherbelt. Lederwams wird verscherbelt. Lederwams wird verscherbelt. Langer schwarzer Wappenrock. Die Jagdhandschuhe, die können nachher auch verscherbelt werden. Der Eisenhut, tragen wir den nicht? Nee, stimmt, den tragen wir gar nicht mehr, weil wir jetzt den Warhorse-Helm haben. Brauner Filzhut. Kann verscherbelt werden. Biancas Ring, den tragen wir noch. Oh, das ist einfach schön, wie gut es uns gerade geht. So, das Jagdschöttner. Pferd. Satteltasche. Das kann weg. Das ist Banditenschwert. Ein rostiges Landschwert, das jemandes Großvater von seinen Streifzügen mitbrachte. An dieser Waffe ist nichts außergewöhnlich, abgesehen von ihrem Alter und ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Und der Tatsache, was sie wahrscheinlich schon bald auseinanderfällt. Aber ansonsten ist nicht schlecht und wir benutzen die vermutlich noch weiter.
So, die Äxte werden nachher verkauft. Diese Scherbe kann weg, das kann weg. Den Streit kommen, behalten wir fürs erste nochmal. So, Rüstung. Gibt es irgendwas, was wir unbedingt behalten möchten? Leinhemden sind im Metall, Klangstück, der reichen Damen gleichermaßen. Das gewöhnliche kurze Ketten. Wie reich wir werden, wenn wir den ganzen Scheiß verkaufen. So, was wissen wir über diesen Wappenrock? Diesen langen dunklen behalten wir, der andere wird verkauft. Dann können wir den hier... Aber wir haben uns dann noch den... Es kann nicht schaden, zwei lange dunkle Wappenröcke zu haben. Also den tun wir ins Inventar. Und dann lagern wir den in der Kiste. Und der kumanische Helm kann weg. Der hat mir sowieso nie gefallen. Und dieser einfache Wappenrock. Der kann vermutlich nachher auch weg. Aqua Vitalis. Ich habe nicht geguckt, was das kann. Lazarus Elixier, das behalten. Das kann da drin bleiben. Wein, Bier und dieser Kram kann weg. Die Pflanzen, haben die irgendwelche Haltbarkeiten? Nein? Dann kommen sie ins Inventar und werden dann gleich in die Kiste getan. Genauso das Spinnennetz. Der kommt auch in die Kiste. Weil keine Ahnung, was das Zeug bringt. Ringelblumenaufguss und Lazarus-Elixier behalten wir vorerst im Pferd. Weder ist das noch gut. Das ist noch halbwegs gut. Das können wir nachher noch essen. Oh Gott, wir müssen gleich die ganze Stadt verkaufen. Also, Sekunde, bevor irgendwas passiert. Was zur Hölle machst du da? Verzeih mir, ich muss mich kurz schlafen legen. Ich möchte saven. Schlafen. Außerdem sind wir angekratzt, das geht nicht. Hier, 2 Stunden schlafen. Bitte speichere dieses Mal. Ja, es hat gespeichert. Hier ist ein wunderbarer Punkt zum Lesen, fällt gerade auf. Also... Sonstiges. Rezept für Schlaftrunk. Lesen. Du hast ein neues Rezept entdeckt. Schlaftrunk. Fortfahren. Schön. So. So, aufstehen. Wie satt sind wir eigentlich gerade? 81, das geht. Uns geht's gut. Hier, das durch. Gaul, komm her. Es ist also schwer. Aufsitzen. Und jetzt hoch in die Stadt. Die Kamera ist noch da, oder? Die Aufnahme läuft noch, alles ist cool, gut. Ja, Paranoia schlägt wieder zu. Ich meine, das Ganze lief jetzt gerade viel zu gut, als dass es wahr sein kann. Vermögen gemacht haben. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viel wir jetzt kassiert haben. Hallo. Wir haben eine Brigandine. Wir haben jetzt schwere Rüstung und nicht mehr dieses komische Lederwams. Glück und Gesundheit, Heinrich. Die auch. Ich glaube, du brauchst es dringender als ich. Heinrich, schön, dass du da bist. So, zuerst mal den Waffenschmied. Gaul. Inventar. Diese Scherbe kann weg. Dieser Schild kann weg. Der Streitkolben, den behalten wir fürs Erste. Die Pfeile behalten wir auch alle. Die sind doch richtig. Das Banditenschwert behalten wir auch. So, die Rüstung werden wir nachher beim Rüstungsschmied verscherbeln.
Patum, 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 patum. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, das ist alles sehr schön hier. Aber das brauche ich gerade nicht. Wir können doch bestimmt einen kleinen Deal finden, nicht wahr? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Wir sehen sehr ritterlich aus. Wie sieht es mit Reparatur gerade aus? Fangen wir an mit Waffen hier. Unsere Dinge, die sind noch... Also Dinge, die wir tragen, die tragen wir eigentlich auch, sind noch in gutem Zustand. Der rustikale Haselnussbogen... Nicht so ganz. Wird aber schon passen. Lass uns handeln. Verkaufen. Wir kriegen natürlich nur einen Bruchteil dessen, was es eigentlich, was das ganze Zeug eigentlich wert ist. Wir tragen auch gerade nicht unsere ganze Ausrüstung, fällt mir gerade auf. Waffen. Den haben wir. Wo ist... Da ist das Schild. So, lass uns handeln. Bartaxt. Ich muss sagen, ich mochte den rettenden Engel immer noch ganz gerne. Aber erstmal verkaufen. Axt. Holzfällerachs. Ritterjagdschwert. Diese Scherbe. Schwerer Schild. Kriegshammer. Gibt es irgendwas, was wir von ihm haben möchten? Der rettende Engel. Nicht jeder Ritter wird tapfer geboren und nicht jeder Adi kommt reich zur Welt. Doch beide müssen ihren Stand zur Schau stellen und manchmal auch ihr Kampfgeschick. Dies ist das beste Langschwert, das sich ein Adeliger zu leisten vermag. Ein Schwertmeister kann mit dieser Klinge Großes bewirken, doch in ungeübten Händen wird sie rasch stumpf, weil sie nicht aus dem besten Material gefertigt ist. Ah, die hat also nicht die beste Haltbarkeit. Aber nicht schlecht als Waffe. Pernach, der Streit kommt beschafft. Wir müssen doch immer auf die Haltbarkeit der Waffen achten, die wir beschaffen. Also der rettende Engel, Schnitter. Kurzschwert, ja, nicht nötig. Schwert des Herodes. Langschwert. Haltbarkeit von 72. Stärke von 10. Das kriegen wir schon noch irgendwann hin. Wie ist unsere Stärke gerade eigentlich? 7. Dauert nicht mehr lange. Bis wir uns hier bei ihm... Was Standhaftigkeit gefällt mir auch. Stecher. Die Spitze ist scharf. Die Spitze des Langschwertes ist scharf, fest und spitz wie eine Ahle, wodurch sich die Waffe besonders gut zum Zustechen eignet. Die Klinge kann geschliffen werden, stumpft aber schnell ab und hält aufgrund ihres spröden Materials nicht viele kräftige Schläge aus. Ah ja. Also wir könnten uns hier gerade noch Kram kaufen. Sekunde. Pferd. Inventar. Was kriegen wir noch dafür? Lass uns handeln. Verkaufen. Waffen. So, wie viel kriegen wir dafür? 29. Das behalten wir. So, das kann ein Warenkorb. 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 Und das kann ein Warenkorb. So, das Banditenschwert behalten wir, weil es uns bisher ganz gut gefällt. Ansonsten beim Kaufen, was finden wir? So eine Axt könnte uns vielleicht auch nicht schaden. Nicht schlecht auf jeden Fall alles. Kriminelle Streitkolben, 13 Stärke. Streitkolben des Wuchs. Ach, wir haben noch einen Streitkolben, das wird schon passen. Und ein Schwert werden wir uns mit der Zeit auch noch beschaffen, das uns mehr wert ist. Fürs Erste tut unsere Ausrüstung gerade das, was sie tun soll.